Hey Leute, willkommen zurück bei dem Epos Matter von Dirhem in Kaladria. Ja, wir sind im Krieg. Das neue Swadien unter der Führung der großherzigen Isolla von Sunnu befindet sich im Krieg, um Rache zu nehmen an dem Khanat Kergit, welches eindeutig den verhassten König Halos unterstützt hat. Der König Halos, der jetzt, wie gesagt, die großherzige Fürstin Isolla von Sunnu, hat ihn in ihre Dienste genommen und einen Platz gegeben, obwohl er es unserer Meinung nach überhaupt nicht verdient hat, dort zu verweilen. Nun denn, wir sind nicht hier, um den Willen der Königin in Frage zu stellen, aber unser Held fragt sich doch: Warum entscheidet die Königin so, wie sie entscheidet? Verfolgt sie ein größeres Ziel oder verfolgt sie überhaupt kein Ziel? Und wird sie das Reich gut führen oder ist sie diejenige, welche das Reich gut führen kann? Oder sollte es doch jemand anderes tun? Swadien führen. Unser Held beginnt wieder einmal zu überlegen, ob es nicht sinniger wäre, ein eigenes Königreich zu gründen. Aber das sind die Fragen, die jetzt nicht beantwortet werden können. Im Moment geht es um die Basics, Geld und Männer. Und so kommt es, dass wir weiterziehen und weiter kämpfen werden. Jetzt zählt nämlich nur eins: dem Khanat Kergit einen Schlag zu versetzen. Ja, wir sind in der letzten Folge mal auf den Sanjak Khan mit seinen 400 Männern getroffen. Wir hatten damals einen kleinen Plündertrupp dabei und konnten nichts ausrichten, mussten uns schmachvoll zurückziehen. Wir hoffen, unser Plan war es beim letzten Mal, haben wir uns die Armee so ein bisschen angeschaut, und die doch sehr beachtlich und beeindruckend auch ist. Eine große Reiterarmee eben. Aber wenn wir uns an die Schlagkraft von einer großen Ritterarmee, gerade in der Rebellion, haben wir das ja schmerzlich mitbekommen, zurückerinnern, dann wurde sehr schnell klar, dass dem nichts entgegenzusetzen ist. Ritter sind einfach unglaublich stark. Jarl Klagus, Leute! War er schon mal Jarl Klagus? Er war Emir, er war Bruja, er war auch einmal ein Graf und jetzt ein Jarl. Leute, 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 ich glaube, er war sogar mal ein Noja, also ein jemand, der für das Khanat Kergit arbeitet. Er findet wohl seinen Platz nicht richtig, der gute Klagus. ja, kann man jetzt gerade nichts machen. Vielleicht hat er ja mal das Glück bei und wird zufrieden, wenn er sich dem Königreich Swadien wieder anschließen kann. Tostar wird überfallen, das gefällt uns überhaupt nicht, denn wir wollen da gerade Truppen holen. Wird von einer sehr starken Armee überfallen. Üpp, 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 weg, 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 weg. Hier nicht noch plündern, Leute. Holen wir uns doch mal den guten Reland Noyan mit seinen Rodok-Truppen. Mein Name ist, merkt euch mal diesen Namen. Er will wahrscheinlich nicht mit uns reden, deswegen geben wir ihm zu verstehen, dass er sich ergibt oder stirbt. So, alle Mann mir nach, wir sprengen wie mit einer Panzerkolonne wieder voran. Okay, wir müssen diesen Hügel hier schnell einnehmen, Leute. Dafür sorgen. Bleibt er denn? Kam noch irgendwo ein Lord angeritten oder nicht? Okay. Weiß ich gerade nicht. Also Bogenschützen haben wir gerade gar nicht. Infanterie und Bogenschützen stellen wir mal hier oben auf. Die Leibwache folgt uns. Das ist gut. Die muss ja nicht unbedingt was abkriegen. Ja, vor lauter Grün sehe ich gerade gar nichts. Aber lieber vor lauter Grün nicht sehen als vor lauter Rot, nicht wahr? So, da haben wir auch noch einen erwischt. Jetzt tun wir uns hier so einen Bogenschützen. Okay.
Cool. Keine Verluste, aber eine feindliche Armee besiegt. Hier, ich glaube, wir können die Rekruten weggeben und dafür die... ja, auch einen Fußsoldaten geben wir doch gerne weg. Schwere Armbrust verbogen. Nahrung haben wir noch genug. Die schwere Armbrust nehmen wir mal mit. Gleve. Oder heißt das Gleve? Ich weiß gerade gar nicht. Komm, dann nehmen wir das Zeug auch nochmal mit. Und doch sind unsere Männer hervorragend ausgebildet. Ja, wir könnten natürlich jetzt mal schauen, dass wir ein paar Sachen in... dass wir ein paar Sachen in Dirhem verkaufen würden. Aber ihr erinnert euch, da ist sie. Die Fürstin Isola von Sunu. Ja. Naja, jetzt scheint sie immer mit dem Helm unterwegs zu sein. Gut. Macht aber Sinn, dass sie gerade hier eigentlich stationiert, sich selbst stationiert hat. Ah, guck mal. Ah, den kriegen wir nicht. Der ist schneller als wir. Aber ich glaube, wir können wieder ein paar weitere Kavalleristen und Reiter ausbilden. Ja. Genau. Wir machen das auch und gehen dann mal nach Emirin, ne? Schauen wir uns das doch mal an. Vlan Neujahr. Mhm. Die, du wunderschöne Stadt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir eventuell dann, wenn wir bei Folge 100 sind, vielleicht dir angreifen und einnehmen können, aber ich glaube, diese Jubiläumsfolge wird nicht, bis dahin werden wir es nicht schaffen. Aber was wir schaffen werden, ist, uns wieder eine starke Armee aufzubauen. Leute, schaut euch das mal an. Wir sind bei 124 Männern und gleich haben wir die volle Armeestärke wieder zusammen. Sehr, sehr gut. Wir haben wieder nur noch 1896 goldene Dublonen. Und deswegen, ja, machen wir uns mal auf den Weg. Hier gibt es gerade keine Truppen. Deswegen machen wir uns mal auf den Weg dorthin, wo Sanjar Khan nicht so schnell hinkommt. Nach Amaschke. Oder Amaschke. Jedenfalls weitere Waffenknechte, weitere Ritter. Ja, können wir doch bald einen Waffengang wagen, Leute. Ach so, ja, genau. Wir müssen auch irgendwie mal wieder Frieden mit dem Saranidischen Sultanat, Sassassinischen nenne ich sie immer. Tja, warum nenne ich sie wohl Sassassinen? Ich glaube, weil es da mal eine Epoche gab, wo es ein sehr großes Sassassinisches Reich im heutigen Iran gab. Da komme ich immer auf das Sassassinische Sultanat. Burg Unuzdag. Ist natürlich sehr abseits gelegen auch, ne? Schauen wir mal gerade. 91 Männer gibt es hier nur. Wäre gar nicht schlecht, diese Burg zu erobern vielleicht, um sie einem unserer Lords zu geben, aber wir plündern erstmal das Dorf. Oh, jetzt habe ich gar nicht den guten Manrit weggeschickt. Da wird er, das wird ihn nicht so amusen. Ist aber jetzt nicht zu ändern. Manrit ist ja nur ein Krieger und kein Heiler. Deswegen können wir auf ihn verzichten. Boah, Seide, Leute. Seide. Eisen. Hier gibt es eine Menge cooles Zeug. Ale, Wolle nehmen wir mal mit. Und ich weiß auch schon, wo wir hinreisen. Nein, vielleicht ist der gute Sultan ja da. Ich war am Überlegen, zu diesem Sultanat zu reisen. Aber dann fiel mir wieder ein, dass ja... dass die zurzeit nicht so gut auf uns zu sprechen sind. Schwierig. Schwierig, 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 schwierig. So, Früchte, Früchte, Früchte. Fisch nehmen wir gerne mit. Was ist denn hier? Haben wir irgendwie Korn oder Brot? Guck mal, hier ist Korn. Wenig Korn. Und den Rest können wir uns ja hier unten einpacken. Subi.
Hier ist auch zum Beispiel eine Viehherde, da schlachten wir doch mal 5. Packen uns noch mit dem Fleisch auch noch mal voll. Den Rest lassen wir verschwenderisch auf dem Boden zurück. Können wir gar nichts machen. Aber wir haben wieder geplündert und der Ymira ist wieder da oben. Achso, sie hat uns jetzt wieder aufgespürt. Oh, ich kann sie nicht aufnehmen. Können wir nur 24 Männer führen? Oh, okay, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, irgendwie hatte ich 25 im Kopf. Wir lösen mal einen Milizionär weg. Das ist ja blöd. Das konnte ich Ymira gar nicht wieder mitnehmen. Naja, bis wir stark genug sind, uns mit dem... Sanjar Khan anzulegen, obwohl wir jetzt schon ziemlich gut Ritter haben. Ne? Ich suche Sanjar Khan, Leute. Sanjar Khan. Hoffentlich ist er in seiner Burg. Mal schauen. Ne, Emir, der Sultan ist nicht hier. Ach, wir warten mal die Nacht hier. Denn noch irgendwo Besitztümer? Charaktere unter S, den guten Sultan Hakim. Fürsten, okay, der ist von einer Menge... Bayere ist ja auch Sultan. Na gut. Ja gut, dann sind wir hier natürlich gerade fehl am Platz. Klar. Können wir hier gerade nichts machen. Außer Truppen. Wo haben wir denn noch eine Stadt, wo wir hin können? Wir sind hier in echt feindlichem Gebiet. Wir können mal nach Yelkala rüberziehen. Ja. Müssten wir den Sultan finden. Könnten wir hier auch wieder Handel treiben. Ja, ich muss mal sagen, die ganzen Lords hier sind wirklich sehr, sehr schwach. Willkommen zurück, mein Freund. Jawohl. Die ganzen Lords sind wirklich sehr, sehr schwach, ne? Gut. Natürlich jetzt am Ende der Welt hier gerade. Ist irgendwer von unseren Leuten eigentlich mal wieder eine Stufe aufgestiegen? Von unseren... Oh, guck mal hier, wie sich hier diese geopolitische Situation verändert hat. Ist ja wirklich krass. Ja, was kann man denn tun? Sorry für das flackernde Bild. Ich muss gestehen, ich habe vergessen, die Zeit laufen zu lassen. Bin ziemlich drin. Jetzt stelle ich mir mal gerade einen Timer. Das war auch, dass der Upload auch dementsprechend schnell geht. Nee, wir reiten die Nacht durch, Leute. Nee. Wir verschwenden schon genug Zeit. Wenn Sanjar Khan irgendwo mit einer Armee kommt, müssten wir wieder in unserem Gebiet sein. Führt ja auch überhaupt gar keinen. Ja, was willst du ja machen? Auf Befehl von König Gravit. Ja, nochmal König Gravit. Ich glaube, von Rolox der König. So. Hier endlich mal ein paar Lösegeldvermittler vielleicht. Bundrung ist hier. Bundrung nicht einer unserer Leute? Was kannst du mir denn für gutes Ale geben? Für eine verbogene, schwere Armbrust? Oh, für rohe Seide kannst du mir eine ganze Menge geben. Super. Wir können uns das alles nicht leisten. Leider. Waffenhändler. Kaufen wir mal hier so ein bisschen das Zeug.
Edel, die Butter. Die Wolle können wir auch mal anlegen. Aber guckt mal, Leute, wie lange wir damit überleben können, wenn wir einmal so ein Dorf geplündert haben. Einmal so ein Dorf geplündert haben. Okay, wir müssen auf jeden Fall dieses ganze Fleisch hier erstmal an den Mann bringen. Das bringt ja sonst alles nichts. Ne? Super. Nee. Okay, das reicht uns dann. Gehen wir weiter nach Felusha. Oh, haben wir die Stadt quasi leer gekauft. Alles klar. Und schon kostet uns das alles wieder so viel Geld, dass wir uns fast gar nicht mehr leisten können. Da müssen wir schon wieder auf den Plünderzug gehen, ne, Leute? Aber ich glaube, wir sind stark genug, uns Sanjar Khan zu übersetzen. Mit 42 Rittern würde ich das mal annehmen. Ich weiß auch, wo wir ihn hinlocken können. Aber erstmal schauen wir mal hier, ob es hier vielleicht mal Lösegeldvermittler gibt. Muss ja mal irgendwann da. König Gravit ist der Herrscher von Felusha. Das ist gut, dass wir uns da nicht geirrt haben. Lösegeldvermittler, yeah! Holt mal euren Geldsack raus. Zack, zack und zack. Sehr gut. Ein bisschen Geld wieder in den Taschen. Ist auch wunderbar. Was gibt's hier noch? Gut, da hinten gab es Bundrung, den hätten wir natürlich mitnehmen können, aber muss auch nicht unbedingt. Hier haben wir noch ganz schön viel Zeug zu verkaufen, was vielleicht gar nicht so viel Geld gerade bringt, aber ja, ich verkaufe es trotzdem mal. 725 Dinare sind 725 Dinare. Gut, dann machen wir uns mal wieder auf den Weg zum Kanat-Kergit. Vielleicht sollten wir tatsächlich bei unserer Burg vorbei. Reiten erstmal nach dir hin. König Halos wurde im Kampf besiegt. Tja, der war auch immer so in dieser Ecke, ne? Dorf Versin. Naja, wir sind auf dem Rückweg und das sieht doch, steht uns gut. Müssen wir mal schauen. Oh, wieder beförderte Leute. Ist auch immer gut. Die swadischen Waffenknechte werden auch wieder mehr. Die swadischen Ritter sind richtig viele. Und ganz schön viele swadische Fußsoldaten haben wir. Ich glaube, wir können einen Waffengang mit 400 Kanat-Kergiten wagen. Für Stammer ist hier noch gerade. Mhm. Gehen wir nach. Wir gehen. Oh, Tatstammisch wird wieder überfallen. Schade. Da wäre ich gerne rechtzeitig. Aber das werden wir wohl nicht schaffen. Oder sind wir schnell genug? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht wird es auch gerade gar nicht mehr überfallen. Wieso willst du immer durch die Wälder reiten? Ich meine, es ist schön in Wäldern. Ich will das ja gar nicht abstreiten. Ich glaube, wir bleiben mal die Nacht in Burg Tilbaut. Ja, cool. Vielleicht wurde er von irgendwem anders verjagt. Ist doch super. König Jahre, Lorik. Oh, der hätte ja nur 300 Mann, ne? Gut, weiter. Stationiert eine Garnison. Wir geben den guten Fürsten hier ab. Und warten hier eine Weile. Durchschnittliche Moralwert. Nun ja, das wird sich demnächst noch ändern. So. Hier überfällt jemand unser wertvollen Besitz. Ich würde mir gerne den größeren nehmen. 4-8, wir sind 5-1 wegen unseren Rittern. Sind wir super schnell, Leute. Den kriegen wir, den Riss hier. Und dann werden wir ihm einen Riss verpassen. Ich muss sagen, eigentlich ist es ganz nett, dass die gute... was hatten wir eigentlich für Truppen? Ich glaube, das ist ein swadischer Typ, ne? Ich
werde es nur einmal sagen. Ergebt euch oder sterbt. Was will er uns entgegensetzen? Er kann uns nichts entgegensetzen. Ich habe es jetzt nicht mitgekriegt. Ja, doch, er wurde besiegt. Und jetzt fallen wir über seine Infanterie her. Ja, mit Graf Riss haben wir auch eine ganz schön heftige Vergangenheit, würde ich sagen. Ich glaube, es war damals noch der Graf Klagus, der uns damals den Auftrag gab, ihn mal zu einem Duell herauszufordern, um zu zeigen, was für eine Memme er ist. Im Krieg gegen König Harlaus haben wir natürlich ihn in mehreren Schlachten besiegt, ihm seine Burg Rheini genommen und jetzt wird er hier nochmal gedemütigt. Wir sind schon ein sehr, sehr mächtiger Kriegsherr, muss man schon wirklich sagen. Also es ist schon wirklich Wahnsinn, was man in diesem Spiel leisten kann, ne? Wenn man sich das mal vorstellt, aber das sind ja natürlich Videospiele. Ist das schon ziemlich cool. Aber cool, wir können auch wieder Leute befördern, das ist auch gut. Hier haben wir 6 swadische Ritter, 50 Ritter haben wir jetzt. Ja, alles klar, wir werden jetzt losmarschieren. Tazdamesh kann einen weiteren Tag erhalten werden. Und das ist gut. So, wir reisen wieder zu Tashkulun und schauen mal, ob wir den guten Sanjakan jetzt stellen können. Mit 50 Rittern müsste das doch möglich sein. Unsere Moral müsste auch wieder höher sein, ne? Ne, immer noch durchschnittlich. Okay. Sanjakan. Ja, der haut ab, ist doch klar. Ich glaube, der war mal ein Emir. Tja, diese Wirrung des Krieges hier sind natürlich für alle schwer. 51 Ritter, Leute. Ja, locken wir ihn mal heran. Ich glaube, Zagusch ist dann ein gutes Ziel. Aber vielleicht finden wir ihn auch im Feld. Ja. Ich glaube, wenn wir ihn in einem Ort stellen, dann macht das wenig Sinn. Machen wir kurz hier, schauen mal hier einmal. Lass uns die Ortschaften auch sehen. Kommt jemand? Na, das Problem ist natürlich, je mehr wir im Gebiet sind, desto mehr. Also beide Städte gehören ihm. Ein sehr mächtiger Fürst. Könnte er denn sein? Gucken wir bei Ichamur. Sind hier viele Steppenbanditen, ne? Wahnsinn. Ne, hier ist er nicht. Gucken wir mal in Tulga. Wenn er da auch nicht ist, dann weiß ich es auch nicht. Schön wieder bei Dashbiga. Genau, das wird auch entdeckt werden. Wieder können Leute befördert werden. Ah gut, jetzt haben wir keine Milizionäre mehr. Irgendwie finde ich das beruhigend, dass wir jetzt nur Fußsoldaten haben. Die werden bei einer ziemlich engen Formation dann stehen lassen. Wo ist er denn? Der gute Khan. Da ist er. Ich glaube, ich habe ihn gesehen, Leute. Da ist er mit 398 Männern. Nicht mehr 400. Er hat 2 Männer verloren. Und er sieht uns und er folgt uns. Leute, das wird eine unglaublich spannende Schlacht, die wir uns in der nächsten Folge ansehen. Werden wir es schaffen, mit nicht einmal der Hälfte
der Männer, diesen Sanja Khan, eine Lektion zu erteilen mit seinen super starken Truppen. Landsreiter, ich sehe ganz viele Reiter, aber wenig Landsreiter sehe ich. Nun ja, wir werden es in der nächsten Folge auf jeden Fall erleben, ob wir es schaffen können, ihn zu schlagen oder auch nicht. Ha, super spannend, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht euch eine schöne Zeit. Habt einen tollen Tag. Ciao.